Okay. Und jetzt können wir aber hier lang. So. Wäre gelacht, wenn wir hier nicht weiterkommen, ja? Also wirklich. So, und hier nochmal ran. Hui. So. Ich weiß gar nicht, warum ich das Fahrstuhl nenne. Egal. Attacke! Oder nicht. So, und im nächsten Raum war das, glaube ich, schon, ne? Ja. Hui! Runtergefallen. Und nochmal. Hui! Und ja. So, jetzt sind wir hier angekommen. Wow! Oh, ihr könnt mich mal. Oh, hier wäre die nächste Speicherstation gewesen. Naja, Sicherheit geht halt vor, ne? Man kann ja nicht wissen, dass hier eine Speicherstation ist. Na gut, man kann es wissen. Aber so ein Nerd bin ich nun auch wieder nicht. Okay, hier hätten wir auch regen können. Wie sollen wir jetzt. Achso. Hm. Ja, ihr könnt mich mal. Komme ich da jetzt irgendwie durch? Ja, ne? So, und jetzt können wir hier die Dinger öffnen. Müssen wir uns merken, dass wir die eine Stelle da später nochmal machen müssen. Mit den Moskitos, die auf der anderen Seite des Blocks warten. Ganz wichtig. Einmal kurz gucken, ob hier was ist. Nein, natürlich nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Nein, Missgeburt, nee. Ja, hier müssen wir lang, okay. Hallo? 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 Machen wir den Block hier mal weg, einfach nur mal für später oder so. Ich weiß ja nicht. Und wo sind wir jetzt hier? Wow, Moskitos! Uah! Fliegenfußgedöns! Moskito! Moskito! Uah! Noch mehr von den beiden Mistviechern! Nein! Uah! Oh oh. Geh weg. Danke. Wie viele von diesen Scheißviechern kommen denn da noch? Alter, geh weg. Bleib mir fern und so. Na, komm her. Komm her. Komm, komm, komm. Ja, geht doch. Okay, dann ist der Speicherraum. Speichern? Ja. Auf jeden Fall. Speichern abgeschlossen. Wuhu. Hier können wir uns noch mal runterhauen. Sieht zumindest danach aus. Ja, sollten wir das tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube noch nicht. Wir können ja zumindest einmal hier gucken, was hier denn sonst noch so ist. Ja. Ihr könnt mich mal. Und hier kommen wir jetzt dann gleich zu dem einen anderen Raum. Das ist dann bestimmt später der Rückweg. Dann sind wir nämlich hier in dem einen Dings, wo wir schon mal waren. Wo ich mich dann gewundert habe, wie kommen wir denn auf die andere Seite? Das ist das Rätsel der Lösung. So, durch, durch, passt. Hier können wir nochmal regen. Und jetzt sollen wir dann tatsächlich hier durch. Nein! Könnt mich mal. Ha, die Augen tun also weh, wenn sie kaputt gehen. Von diesen Krabbenviechern hier. Wo lang? Erstmal rechts gucken. Rechts ist kein Boss. Zumindest nicht der Boss, wo wir hin sollen. Seltsames Konstrukt übrigens hier. Mhm. Auch immer das hier jetzt hinführt. Ich komme hier nicht weg. Ach doch, klar komme ich hier weg. Na, lässt du es wohl, danke. Da komme ich hier dann erst später durch.
Hier kann man auch noch irgendwo hier drunter gehen. Zumindest gibt es da noch diesen einen Raum, was auch immer da sich hinter verbirgt und so. Hm. Hier haben wir einen Block. Der ist für Geschwindigkeit. Okay. Das heißt, wir müssen durch die eine Tür. Wir haben keine andere Wahl. Oh oh. Eine Boss-Tür. Ups, eine reicht schon? Ja, das ist ja gut. Oh oh. Wo war das nochmal, wo man reinschießt? Ach, auf das Auge, okay. Ja, weg. Ja, weg. Ja, weg, 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 weg. Nein, dann halt nicht. Weg mit den Krallen. Ja, ja, das war irgendwie doof. Aha, ins Maul reinschießen geht also auch, ja. Ah, ich muss mehr auf die Krallen aufpassen. Geh tot, geh tot. Das ist unser lieber Quaid hier, der uns hier das Leben schwer machen will. Nein. Voll daneben. Alter, ich treffe nicht mehr das Auge. Was soll denn das? Geh weg. Wow. Shit. Nein. Geh weg, weg. Nein, shit. Geh tot. Nein, nicht runterfallen. Ganz schlecht. Und jetzt verrecke, verrecke. Ja, ich kann nicht auf alles hier aufpassen. Darauf, dass der Arm mich hier nicht trifft und die Krallen und dann auch noch schießen. Mit der komischen Tastenkombination. Also so komisch ist die nicht, aber es geht mir ums Prinzip. Immer nur meckern. Ich bin ein Deutscher. Ich muss meckern. Uah. Nein! Was macht er denn? Da! Ah, shit, 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 shit! Alter! So, Treffer einmal. Yay! Oh. Shit. Nicht einmal getroffen. Ah, da war die Hand im Weg. Und ich habe keine Missiles mehr. Jetzt muss ich auch hier ein bisschen. Na. Na los. Hüpf deine scheiß Krallen hierher. Und ja, ja, das klappt eigentlich schon ganz gut. Wenn ich jetzt nur nicht so viel getroffen werde, dann kann ich hier auch ein bisschen regen auf Dauer. Vielleicht. Wenn die das hier denn mal droppen würden, ja. Schon mal nicht schlecht. Hier trifft er mich zumindest auch nicht mit seiner Hand. Nein! Aua. Ja, somit habe ich eben das geholte Leben wieder zunichte gemacht. Also wir müssen besser zielen. Sonst wird das hier nichts. Da. Wir dürfen nicht so viel, so wenig Muni mehr haben, wenn wir hier in diese Phase kommen. Okay. Nochmal versuchen. Auf ein neues. Okay, hier müssen wir ja runter. Okay, dann gehen wir mal. Ah, er hat mich so ein scheiß Auge erwischt. Attacke! Und auf zur Boss-Tür. Okay, was haben wir?
Das kennen wir schon. Ja, los, komm her. Ah, wieder verfehlt, natürlich. Aber im Moment können wir die noch einigermaßen gut wieder zurückholen. Unsere verschossenen Missiles. Das sollten wir, glaube ich, auch tun. Ist noch Möglichkeit, hier noch bedeckt halten, bis er halt sich verfärbt zum ersten Mal. So lang können wir das ja machen. Noch sieht's gut aus. Ob es auch lange, auf lange Sicht hin gesehen gut aussehen wird, das werden wir sehen. Oh oh. Hallo? Treffer, yay! Okay. Das sieht wirklich eigentlich im Moment noch nicht schlecht aus. Jetzt, wo wir es noch sehr ruhig angehen. Aber gleich wird er sich das erste Mal verfärben. Shit, eine ging daneben. Aber wir haben sie auch schon wieder. Nein! So, das haben wir. So. Nochmal drauf. Gleich müsste er sich ja schon langsam verfärben. Oh oh. Ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich weiß, wir könnten auch in seinen Mund schießen. Ja, aber dann... das ist wieder so ein Moment, da kann ich mich nicht auf alles konzentrieren. Auch wenn wir wahrscheinlich ihm mehr Schaden zufügen, wenn wir in seinen Mund schießen. Aber... dafür brauche ich mehr Konzentration. Ja, was mache ich denn? Geh weg. Ah, shit. Also, was hat er für einen Bauch, dass da Krallen rauskommen? Oder Fäuste oder was auch immer. Ja. Nein. Ah, shit. Nein! Ah. Zum Glück machen die Krallen nicht so viel Schaden. Ja, aber sie machen kontinuierlich Schaden. Aha. Ich muss mehr in seinen Mund zielen. Da! Ah. Na, ah, shit, 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 shit. Habe ich mich ein paar Mal von seiner Kralle treffen lassen. Mal versuchen, dass ich hier ein bisschen reggen kann. So ein bisschen zumindest. Aua. Mehr Leben bitte. Ihr lieben Krallen. Liebe Krallen auf Doom. Ein bisschen mehr Leben. Ja, das hat jetzt nichts gebracht. Das ist sogar herrlich. Einfach nur herrlich. Nehmen. Nochmal Leben. Ja, sehr schön. So kann es gerne noch weitergehen. Sehr schön. So, das haben wir. Und jetzt drauf da. Nein, dann halt nicht. Okay, verstanden. Ja. Ah, weg, 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 weg. Oh, ich schaff's nicht in seinen Mund zu zielen. Weil er dann die Kralle anhebt. Seine linke. Ja. Und drauf. Verfärbt. Und er ist noch andere Farbe als zuvor. Das heißt, wir sind ein Stück weiter.
Ja, was mache ich denn hier? Ja, geh tot! Ich lass mich hier auch von jeder Kralle hier treffen. Und da geht er down. Da geht er down. Yeah! Und dieses Konstrukt haben wir bereits gesehen. Nur wenige Folgen ist es her. Down! Es ist down! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Ich hab schon selbst nicht an mich geglaubt. Jetzt kommen wir hier irgendwo weiter. Und was werden wir hier bekommen? Es ist der Speed Booster! Auf Doom! Ja, und mit dem können wir jetzt schnell rennen. Und wir werden jetzt schnell zum Speicher rumgehen, wenn wir uns gereckt haben hier. Alter, geh doch rauf. Geh doch. Ja, die Waffen und Energievorrat vollständig wiederhergestellt. Sehr schön. Kann ich hier irgendwo durch? Nee, ne? Nee, das wird nicht. Puh. Halt, nein, ich brauche Anlauf. Sonst wird das nicht klappen. Und den durch. Dann halt nochmal das ganze. Moment. Dauert ein kleiner Moment. Ich muss nämlich die Tür dabei noch aufschießen. Attacke! Achtung! Ich glaube, das sollte schon reichen von der Länge her. Ja, sehr schön. So, und hier kommen wir jetzt endlich weiter. Hallo. Bin ich da hoch? Vielleicht? Nein, nicht so. Nein, nicht so. Das war nicht so geplant. Jetzt ist mir das Ding da im Weg. Ich könnte kotzen. Warten wir mal, bis es aufgetaut ist. Na los, geh weg. Geh weg! Geh, wo du wohnst! Ja, besser. Und rein, rein, verdammt. Geht doch. Oh. Also manchmal sind ja selbst die blödesten Mobs so doof, ey. So, hier rein, hier rein. Muss ich hier schon raus? Ich weiß nicht. Sieht mal auf jeden Fall nicht geheuer aus, das Gebilde hier. Wir können ja mal gucken, was da so ist. Wenn hier... Ach, shit. Ein Lavafall, wo ich nicht durch sollte. Okay. Und hier ist irgendwo was versteckt, da. Okay, ein Missile-Container. Ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber ist zumindest auch nützlich manchmal. Und hoch. Und durch. Und nein, nicht so. Nicht so, nein. Alter, geh da hoch. Geh da hoch. Danke. Und jetzt hier einmal kurz ein bisschen reggen. Regenerieren für die, die reggen nervt. So, und dann gehen wir mal wieder zurück. Mal gucken. Links, rechts, links, rechts. Wir könnten erstmal nach rechts. Und da haben wir unsere Speicherstation. Und hier werde ich dann einmal kurz Aufnahmepause machen, was trinken und sowas. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder zu Metroid Zero Mission. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüss.